Schönen guten Abend, Sascha. Hi, grüß dich, Hein. Ist zwar schon wieder 10 Tage her, euer Auftritt im Europapokal oder Eurocup heißt ja offiziell, aber nochmal Zeit, Anlass drüber zu reden. Erstmal Gratulation zu Platz 5. Vorneweg haben natürlich alle mitbekommen, euer Abschneiden. Bevor ich jetzt mal oder bevor wir aufs Sportliche kommen, einfach mal in 3 Sätzen Eindruck Eurocup war für dich wahrscheinlich das erste Mal. Na, für mich war es das zweite Mal. Wir haben ja 2017 schon gespielt. Da war die Vorrunde und das Finale ja noch getrennt. Also wir haben in Kopenhagen und dann Hauptrunde in Gersweiler gespielt. Von daher war es das zweite Mal, aber war ein cooles Event. Also wirklich mit dem Outcome, mit den Gegnern, gegen die wir gespielt haben, kann man echt nur sagen, war ein cooles Event für uns als Mannschaft und für mich halt auch persönlich. Echt eine starke Leistung oder eine coole Sache, da nochmal dabei sein zu dürfen. Ja, dann gehen wir es vielleicht mal kurz durch. Nach der Auslosung, ihr habt ja eine Hammergruppe erwischt. Also gut, Ukraine kann man schlagen, sollte man schlagen, habt ihr geschlagen. Aber dann Belgien und Frankreich, was denkt man da im ersten Moment? Ja, also die Auslosung war ja live in der Halle. Und als die Namen Frankreich und Belgien verkündet wurden, da ist erstmal relativ leise geworden in der Halle. Und ich glaube, jeder hat gehofft, dass es einen jetzt nicht trifft. Gut, dann ist unser Name gezogen worden. Die anderen waren erleichtert, bei uns vielleicht mal kurzes Durchschnaufen nötig. Aber es hat sich dann relativ schnell auch wieder gelegt. Also klar wünscht man sich vielleicht so ein bisschen, ja, es hätte doch auch ein einfacher Gegner sein können. Aber wir haben dann auch relativ schnell gesagt, nee, eigentlich ist es doch genau das, wofür wir auf solche Turniere fahren oder wofür wir hier hinfahren. Dass wir die Chance haben, uns da zu präsentieren, solche Runden zu spielen, gegen solche Gegner dann zu spielen. Und jetzt im Nachhinein, also perfekter oder besser hätte es für uns ja eigentlich gar nicht laufen können mit der Vorrunde, mit den Gegnern. Also so kann man wirklich zufrieden sein im Nachhinein. Ja, ihr habt dann zum Warmspielen die Ukraine gehabt, habt alle Spiele gewonnen, souverän, 31-0. Genauso souverän haben die Franzosen dann die Belgier auch schon mal geschlagen. Und dann war ja auch natürlich von der Reihenfolge her, fand ich es ganz passend. Dann hatte man Frankreich und gut, da wart ihr natürlich Außenseiter und ich finde, ihr habt euch toll verkauft. Also ich habe ja fast jede Runde mir auch angeguckt und bei den Tets hätten auch schon 3-3 ausgehen können. Chancen waren da. Ja. Ja, klar, Das. also gut, die Ukraine, die muss man natürlich schlagen in der Konstellation. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn man irgendwie sich noch eine Chance quasi offen halten will, ne, fürs Weiterkommen. Und dann die Losung war natürlich perfekt, ne, das gegen Frankreich, ich würde jetzt nicht sagen, es war zu erwarten, dass wir da verlieren, aber war dann doch relativ wahrscheinlich oder wir waren dann doch einfach die Außenseiter. Aber man hat es, glaube ich, gesehen, wir hätten eigentlich alle Spiele gewinnen können. Wir hätten vielleicht das ein oder andere Spiel vielleicht sogar gewinnen müssen. Aber das war wirklich eine extrem gute Runde von uns, knappe Spiele gegen auch wirklich gute Gegner. Und von daher haben wir uns da, glaube ich, extrem gut präsentiert auch. Und dann natürlich das Endspiel, quasi schon das vorgezogene gegen Belgien. Das war natürlich auch das Highlight in der Gruppe. Und es ist ja dann auch bis zum Ende ausgefochten worden. Ja, die Franzosen kannte man natürlich, also boah, die Spieler kennt man, sind ja natürlich namhafte Spieler dabei, von Fasinot über Weltmeister Sario, über diesen Madagassen, den ich immer noch nicht aussprechen kann, den Christian. Aber zum Beispiel die Belgier, kanntet ihr die vorher? Wusstet ihr, was da kommt? Ja, also Namen kannte ich jetzt tatsächlich nicht, aber wir haben auch im letzten Mal oder das letzte Mal schon gegen die Belgier gespielt. Von daher kannten wir noch einige Gesichter und man sieht sie auch hin und wieder mal in Streams auftauchen oder auf großen Turnieren oder auf den Meisterschaften. Aber klar, natürlich so bekannt wie jetzt die Franzosen waren sie vielleicht nicht, aber die waren jetzt auch mit Sicherheit keine unbeschriebenen Blätter. Also da waren schon auch echt gute Spieler mit dabei. Ich fand von außen gesehen, habt ihr die Belgier eigentlich ziemlich sicher im Griff gehabt? Sah das nur am Fernseher so aus oder war das in der Halle auch so? Ja, also so ganz sicher fühlt sich natürlich nie an, ne? Also da ist jeder Gegner immer in der Lage, einen zu schlagen, wenn man dann irgendwo einbricht oder die Fehler macht. Aber wir hatten es ganz gut
unter Kontrolle oder haben uns alle Möglichkeiten offen gehalten. Und dann war natürlich die Ansage, wir mussten eine Triplet gewinnen. Und also wir sind mit unserer Herren-Triplet da auch ein bisschen früher fertig geworden und haben dann vielleicht auch ein bisschen den Weg geebnet, auch nochmal dann für die andere Triplet, die ist dann letztendlich auch abgebrochen worden. Aber es war bis zum Ende spannend. Es hätte auch in beide Richtungen ausgehen können. Also wir lagen ja auch, ich glaube, 9-11 hinten in unserer Herren-Triplet, haben dann eine Chance bekommen, haben sie genutzt und haben dadurch dann das Achtelfinale auch gesichert. Ich denke, das war dann schon oder ist ein toller Erfolg gewesen, eben diese Gruppe zu überstehen, die Hammergruppe. Ja. Und dann wurde ja ausgelost und ich weiß noch, ich kam dann irgendwie abends nach Hause und habe mir das Tableau angeguckt und habe gedacht, boah, jetzt haben sie schon eine Hammergruppe gehabt und jetzt kriegen sie noch einen Hammerbaum. Ja, also auch nochmal, ne? Der Baum hätte jetzt auch nicht viel schlechter sein können. Also gerade dann nochmal Italien ins Achtelfinale gelost zu bekommen, da muss man schon sagen, hätte uns auch leichter erwischen können. Ja. Aber ich glaube, wir waren gut im Spiel, wir hatten alle Bock, wir waren gut im Modus. Und da hätten wir jetzt auch wahrscheinlich andere Gegner schlagen können. Ist natürlich dann gut, dass wir mit Italien jetzt auch gleich noch jemanden bekommen haben, der uns da vermeintlich viel abverlangt hat. Ne? Das Spiel war deutlich oder die Sehr Runde war deutlich. deutlich. Ja. Aber wir sind jetzt da nie mit Angst reingegangen oder so, sondern wir wussten eigentlich, wir sind gut genug, dass wir jeden schlagen können. Und von daher haben wir das eigentlich relativ locker dann auch gesehen, obwohl es vom Baum her dann natürlich auch nochmal echt ein Hammer los war. Gut, Italien souverän. Zu Mittagessen Spaghetti gehabt? Nein, Lasagne. Ihr habt sie abgefrühstückt. Na, es war einfach deutlich. Also, ihr wart ganz klar das bessere Team, habt das deutlich gewonnen. Habt ihr, glaube ich, die Tupletten gar nicht mehr gebraucht. Und dann kamen die Holländer oder die Niederländer, muss man ja sagen. Ich habe gelesen, irgendwie in den letzten 7 Jahren waren die 5-mal beim Eurocup, waren letztes Jahr Dritter geworden, also natürlich eine namhafte Truppe. Zwei von denen, der habe ich in Aachen auch live gesehen, im Endspiel. Und dann war es ja ein richtig enges Match. Ihr habt wieder die Tets gewonnen. Also es ist natürlich, wir kennen es ja auch vom Pokal, ist ja so eine Form, die es nicht so oft gibt in Deutschland, aber eben im Pokal spielt man es ja auch. Tet vorne ist immer ein Vorteil. Und das habt ihr gehalten bis zu den Tripletten. Und dann sah es von außen aus, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Spiele zu schwer waren, die Beine zu schwer, der Kopf irgendwie nicht mehr da. Also gibt es Erklärungen, warum es kein Triplett gewonnen werden konnte? Ja, vielleicht so zwei Sachen, ne? Also die Niederländer, ich glaube, die standen einfach voll im Saft. Also die hatten jetzt auch eine andere Gruppenphase, beziehungsweise auch einen anderen Achtelfinalgegner. Die waren, glaube ich, teilweise einfach auch noch ein Stückchen frischer. Also die sind ja souverän durch ihre Gruppe Die haben ihre Gruppe durchmarschiert, dreimal souverän gewonnen, genau. ohne große Gegenwehr, sind von den Spielern einfach extrem gut aufgestellt, haben gutes Pool gespielt gegen uns, auch schon in den Tets und den Doubletten. Ja, und vielleicht hat sich dann einfach so ein bisschen abgezeichnet, dass wir halt auch einfach diese extrem schwere Gruppe hatten mit dem schweren Achtelfinalgegner, dass wir da vielleicht das eine oder andere Korn gelassen haben und dann nicht mehr ganz so frisch waren wie sonst. Wir hätten sie gewinnen können, die Tripletten, aber vielleicht hat es am Ende einfach nicht mehr ganz gereicht, einfach weil die Niederländer auch wirklich, muss man sagen, einfach extrem gut gespielt haben und da wirklich frisch waren. Die waren on fire, hat man bei uns gesehen im Triplett, im Herren-Triplett. Haben dann bei 9-4, glaube ich, die Sau geschossen für 4 Punkte. Also die hatten Bock und die hatten dann auch eben das bessere Outcome für sie. Und von daher, ja, kann man nur gratulieren an die Länder, aber war trotzdem eine gute Runde von uns. Ja, das ist zweifelsfrei oder zweifelsohne. Ihr habt toll gespielt. Ihr habt auch uns zu Hause wirklich eine Menge Freude gemacht. Also Fazit, Platz 5 Erfolg oder so ein bisschen eine kleine Träne. Oh, wäre schon schön, aufs Treppchen zu steigen. Ja klar, das ist, glaube ich, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also wenn man das vorher gewusst hätte, Platz 5, glaube ich, hätten viele von uns erstmal so unterschrieben, dass es ein voller Erfolg ist. Jetzt im Nachhinein, klar, es wäre auch noch mehr drin gewesen. Das Halbfinale wäre drin gewesen. Klar, dann wäre das Spiel gegen die Schweiz offen gewesen, aber auch die Schweiz hätten wir schlagen können. Von daher, der Weg stand uns offen.
Aber ich glaube, wir können super zufrieden sein, wie wir aufgetreten sind, wie wir uns da den Respekt erspielt haben. Also es hat man auch wirklich in der Halle gemerkt. Es haben uns alle Mannschaften, alle Fans wirklich ehrlich respektiert für das, was wir gezeigt haben. Und ich glaube, das als Ergebnis kann man fast nicht besser dann sein. Ja, es war ja auch toll. HOP-TV oder Matze TV hat übertragen. Großen Dank natürlich an euch als Mannschaft, aber auch an den Paul, der das eben ja super gemacht hat und da sich stundenlang hingestellt hat und echt toll moderiert hat und uns auf dem Laufen gehalten hat. Und es war auch toll, dass dann zwischendrin, weiß nicht, der Matze nach dem ersten Spiel kam und noch erzählt hat. Und es scheint eben ja wirklich so gewesen zu sein, dass HOP eine Nummer war in der Halle in Frankreich. Alle kannten euch. Hat euch schon roten Teppich ausgerollt, wenn ihr morgens kamt, so ungefähr. Ja, den schwarzen Teppich gab es, keinen roten. Ja, also da vielleicht auch nochmal ein Dank an Paul einfach, ne, dass er sich da hingestellt hat und wirklich alle unsere Spiele übertragen hat. Er hat ja so ein bisschen das Pech gehabt, dass er aufgrund der Regularien da so ein bisschen rausgefallen ist, aber hat uns da durch die Übertragungen halt super den Rücken freigehalten, echt super unterstützt und hat, glaube ich, auch euch quasi an den Bildschirmen da echt gute Bilder geliefert, gute Einblicke geliefert von dem Turnier, was wir spielen konnten. Und von daher sind wir da auch echt zufrieden. Ja, es war top. Ihr seid ja auch so eine Wohlfamilie, nenne ich es mal. Es ist ja mehr als einfach nur zusammen Wohl zu spielen. Man merkt einfach, ich habe euch jetzt 2 Jahre in der Bundesliga auch verfolgt. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, eine Art Wohlfamilie. Ihr habt immer Fans dabei. Ihr habt ja auch diesmal wieder Fans mit dabei gehabt, die euch unterstützt haben. Was ist das Ja, Besondere bei doch. euch? Also ich glaube, diese Fan oder Family and Friends stand es, glaube ich, irgendwo. Es ist schon wirklich so. Also ich glaube, man spricht ja da relativ schnell davon, ja, wir sind eine Familie in der Mannschaft. Aber ich glaube, bei uns kann man es wirklich so sagen. Wir sind ja da über diverse Patenschaften, Trauzeugenschaften etc. miteinander verbunden, auch über echt lange Zeit wirklich gute Freunde geworden. Sind auch oft so zusammengeblieben oder über lange Zeit so zusammengeblieben von den Spielern. Und ich glaube, das macht es dann am Ende auch einfach aus. Und da haben wir dann auch den Verein in Horb, der uns dann wirklich dann unterstützt. Also da sind viele Fans dabei, die Vorstände mit Winnenseke etc. sind alle dabei, die alle wirklich geschlossen hinter uns stehen, da Spenden einsammeln, uns unterstützen, wo sie auch können. Also das ist wirklich eine coole Nummer, da fühlen wir uns alle echt wohl. Und hoffen, dass wir dann natürlich auch so ein bisschen was von dem, was da für uns aufgebracht wird, dass wir das auch zurückzahlen können. Und da muss man auch, glaube ich, wirklich dankbar sein, so als Spieler, dass man da so ein Umfeld hat, das einen da so unterstützt, dass Leute da wirklich auch teilweise noch abends in den Flieger steigen und abends noch den Flieger buchen und am nächsten Tag das Achtelfinale zu sehen. Also das muss man, glaube ich, wirklich hoch anrechnen. Und das sind wir alle, glaube ich, echt zufrieden und froh, dass wir in so einem Verein spielen können und auch dürfen. Ja, gut, ihr zahlt zurück mit Leistung. Ihr habt Bundesliga-Titel verteidigt. Ihr habt eine super Rolle gespielt beim Eurocup. Also ihr vertretet natürlich den Verein auch wirklich toll, kommt immer sympathisch rüber. Vielleicht nochmal kurz zur Atmosphäre in der Halle. Was ich hattet ihr Muße, sonntags noch euch die Endspiele anzugucken oder das Endspiel anzugucken oder seid ihr schon abgereist? Also wir haben uns aufgeteilt. Ein Teil von uns ist abgereist schon, Teil ist noch geblieben. Ich selber hatte jetzt keine Chance, dann noch Spiele zu sehen. Aber für mich persönlich hat es auch einfach 13 Stunden Reisezeit bedeutet. Und wir wissen alle, die Arbeit ruft dann auch wieder. Und daher hat dann ein Reisebus von uns dann beschlossen, quasi schon mal vorzeitig heimzufahren. Wir haben jetzt dann nichts mehr mitbekommen von der Atmosphäre während dem Finale. Aber so während den Runden davor war echt eine coole Stimmung in der Halle. Es war auch relativ voll, die Tribünen waren gut besetzt teilweise. Und ich glaube, die Spiele haben es auch hergegeben, dass man da gut zuschauen kann. Von daher, die Stimmung war echt super. Ja, es war aber anscheinend auch relativ kalt in der Halle, ne? Also ich habe bei euch mit euren Mützen gesehen. Man denkt ja Bordeaux, Südfrankreich, aber gut, es war auch November in Südfrankreich. Ja, leider. Ich war auch ursprünglich mal auf T-Shirt und kurze Hose eingestellt. Das hat sich dann leider nicht bewahrheitet. Aber es war auch so, dass die Hallen getrennt waren. Also es waren zwei große Hallen. Eine war deutlich kälter als die andere.
in der Halle, wo die Tribünen standen, wo natürlich auch die Franzosen die meisten ihrer Spiele gemacht haben, war es dann nochmal deutlich wärmer mit einer Heizung. Also als Spieler ging es, aber natürlich als Zuschauer, wenn man viel sitzt, wissen wir alle, dass da wird es dann schnell kalt und da ist dann auch mal die Mütze angesagt. Aber als Spieler war es okay, ja. Ja, schön. Nochmal vielleicht einen Satz zum Boden. War der so schwierig, wie er von hier aus auch aussah? Also typischer schwieriger Hallenboden? Ja, würde ich schon sagen, ne? Also gerade auf der Legerposition sieht man da vielleicht manchmal auch ein bisschen unglücklich aus. Aber es war schon ein schwerer Boden, der schwer zu spielen war. Klar, ist jetzt auch keine Ausrede, aber teilweise war er schon schwer zu berechnen. Ja, so ein typischer Hallenboden, vielleicht noch ein bisschen härter, noch ein bisschen unterschiedlicher von den einzelnen Stellen her. Aber definitiv nicht leicht zu spielen. Also hat man ja durch die Bank weg gesehen bei den Teams. Ja, da Ja. ist mal überall die ein oder andere Kugel dabei gewesen, die fast schon hinten ins geflogen ist. Ja, Ja. auch bei den Franzosen oder Belgiern, genauso wie bei uns. Also da braucht sich jetzt keiner irgendwie verstecken oder eine Ausrede suchen. Ja. Was mich noch interessieren würde, die Saison in Deutschland war ja eigentlich vorbei. September war letzter Bundesligaspieltag, klar, dann gibt es noch ein paar Turniere. Habt ihr euch nochmal extra irgendwie im Trainingslager zusammengefunden und trainiert, auch gerade irgendwie nochmal Tets trainiert, was man ja bei uns in Deutschland auch nicht so häufig spielt? Oder seid ihr einfach losgefahren? Also um ehrlich zu sein, sind wir einfach losgefahren. Was aber ein bisschen dem geschuldet ist, dass wir als Mannschaft in einem relativ starren System eigentlich spielen oder starre Aufstellung. Also wir haben jetzt da seit 2 Jahren relativ wenig Wechsel drin, was unsere Tripletten angeht, Dupletten angeht, etc. Also von daher ist es ja auch nicht der Need da gewesen, dass wir da nochmal großartig probieren oder so oder nochmal neue Formationen ausprobieren, weil wir eigentlich so, wie wir in der Liga gespielt haben, aufgetreten sind, das eigentlich 1:1 auch jetzt auf den Eurocup übertragen konnten. Und ich glaube, das hat uns da dann auch so stark gemacht, dass wir da eigentlich wenig mit uns selbst beschäftigt waren, sondern uns einfach auf die Spiele dann auch konzentrieren konnten. Okay. Jetzt seid ihr ja auch schon qualifiziert fürs nächste Jahr, dadurch, dass ihr wieder deutscher Meister geworden seid. Hat man jetzt dann schon irgendwie, sagt sich dann so, ja, Platz 5 war jetzt toll dieses Jahr, aber nächstes Jahr soll es einen Schritt weitergehen? Oder ist es noch ganz weit weg? Also für mich persönlich ist es gerade noch relativ weit weg. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen Luft nach oben jetzt noch gelassen. Also ein bisschen Verbesserungspotenzial muss ja halt immer noch mal da sein. Aber klar, ja, das Ziel ist natürlich da auch noch mal die eine oder andere Runde weiterzukommen, das ein oder andere Spiel mehr zu gewinnen. Das ist schon ganz klar das Ziel. Aber gut, wir müssen uns natürlich jetzt auch erstmal noch auf die Bundesliga im nächsten Jahr konzentrieren. Die steht ja da noch zwischen uns und Eurocup quasi. Und da müssen wir jetzt natürlich auch nochmal schauen, dass wir die Bundesliga dann auch nochmal sauber abschließen können, bevor wir uns dann auf den Eurocup wirklich nochmal konzentrieren. Vielleicht eine Frage zur Bundesliga, also auch natürlich weit weg. Waldhof Mannheim, ist das ein ernsthafter Konkurrent? Klar, ja. Also es gibt fast nur ernsthafte Konkurrenten in der Bundesliga. Also man hat es, glaube ich, jetzt im letzten Jahr auch gesehen. Das kann echt jeder jeden schlagen. Es sind viele gute Teams dabei. Ja, aber klar, mit Waldhof ist da natürlich nochmal jetzt ein extrem starkes Team nachgerückt, die jetzt einfach da souverän ihre Reise durchgezogen haben in die Bundesliga. Sind super besetzt, haben alle richtig Bock. Klar, Bundesliga ist dann auch nochmal was anderes. Man muss dann auch erst nochmal ankommen. Aber das traue ich den Waldhöfern auf jeden Fall zu und glaube schon, dass sie ein starker Gegner werden können. Aber letztendlich ist natürlich auch unser Ziel, da jetzt einfach nochmal die Ergebnisse von den letzten Jahren zu wiederholen. Also Triple wäre natürlich schon geil, oder? Klar, das Oder Triple wäre natürlich der Hattrick sagt man, Traum. glaube ich, ne? Je nachdem, wäre beides ein Traum. Wie gesagt, die Liga ist super schwer, sind gute Gegner mit reingekommen, aber das Ziel bleibt natürlich bestehen. Ich glaube, wenn man das Ziel nicht hätte, müsste man nicht in der Bundesliga spielen. Ja. Ja, von daher müssen wir es erstmal abwarten im nächsten Jahr. Aber ich glaube, da können wir alle gespannt sein. Ich glaube, es gibt gute Runden gegen gute Gegner auch. Und da gibt es, glaube ich, auch viel zu sehen. Das lohnt sich immer. Kann ich nur jedem empfehlen, live mal hinzufahren, sich das mal live anzugucken. Apropos geil, ihr habt diesen Schlachtruf. Ich glaube, Haupt du Geiler heißt das so.
Ja. Das höre ich immer und frage mich jedes Mal, wo kommt das eigentlich her? Wer hat sich das ausgedacht? Ganz genau kann ich es gar nicht beantworten. Ich würde jetzt mal auf Abdullah tippen. Der ist da so ein bisschen unsere Stimmungskanone, was sowas angeht. Aber hat sich so durchgesetzt, ne? So ein bisschen unser Markenzeichen auch geworden. Ist aber auch ein cooles Ritual für uns, dass ja, vor jeder Runde einfach nochmal, dass wir nochmal zusammenkommen und da irgendwie uns nochmal einschwören. Und glaube es, also wir werden es weiter beibehalten, können wir schon mal verraten. Also gut, vielleicht ein Tipp für euren Fanshop, diese schönen grauen Mützen, dann mit dem Aufdruck Haupt du Geiler, und die werden dann 500 Mal verkauft und 450 der Leute fahren nächstes Jahr mit zum Eurocup, damit dann noch mehr Stimmung ist und die Gerne, Fanbase ja. noch größer ist. Können wir gerne noch ein bisschen Werbung auf deiner Seite verschalten, ja. Aber gute Idee. Alles klar. Okay, Sascha, dann danke ich dir für den Einblick Eurocup 2023. Nochmal dir und dem ganzen Team Gratulation zu Platz 5 der tollen Leistung und dem super sympathischen Auftreten. Nochmal danke an Paul und Matze TV oder Horb TV für die Übertragung. Und dann ja, schöne Winterpause oder wie auch immer. Und Genau, jetzt geht es gut. erstmal in die Buhl-Winterpause, ja. Und dann Und sieht man dann, sich wieder. genau, nächstes Jahr auf den Buhl-Plätzen. Genau, Sehr schön. dieser Welt. Perfekt, danke dir, Hein. Alles klar, danke Sascha, mach's gut. Ciao. Ciao.